So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem heutigen Video zu Human Punishment Social Deduction 2.0. Ich bitte zu beachten, dass sich das hier um einen Prototypen handelt. Den hat mir der Autor vorher zugeschickt, hat gefragt, ob ich mir das angucken würde. Und ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Habe es jetzt auch schon ein paar Mal spielen können und bin da sehr begeistert von. Finde, es ist ein sehr cooles, sehr lockeres, unterhaltsames Social Deduction Spiel. Ich habe es leider in all den Wochen, die ich dieses Spiel schon habe, nicht geschafft, ein richtiges Let's-Play-Video dazu zu machen oder es live zu streamen. Immer wenn wir es gespielt oder gestreamt haben, waren das in irgendwelchen Konstellationen, wo wir kein Video machen konnten. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen, da der Kickstarter jetzt bald ausläuft, werde ich euch ein Video mit Toad, Sheldon und Dave machen, wo ich euch einfach nur so grundsätzlich einmal einen Eindruck davon vermittle, wie dieses Spiel funktioniert, also einen groben Überblick über die Regeln gebe. Es kann sein, dass sich da irgendwelche Fehler einschleichen, dass in der finalen Version irgendwas, was ich jetzt erzähle, geändert wird und nicht mehr drin ist, aber im Groben und Ganzen wird das schon so funktionieren und ich hoffe einfach, dass ihr, ja, ahnen könnt, wo so der Witz dabei ist und warum ich dieses Spiel auch so sehr mag. Obwohl es durchaus Elemente von anderen Social Deduction Spielen hat, die ich nicht so toll finde, aber es wurde hier halt gut umgesetzt. Der Clou sind hier wirklich diese Programmkarten und man müsste es, wie gesagt, am besten live gespielt sehen. Also wir haben das am Wahlabend ausgepackt. Ich meine, hier, komm, lass das mal spielen. Die Leute hatten eigentlich gar keine Erwartung dran. Ich dachte, okay, ich probiere es mal aus und war eben wirklich sehr positiv überrascht davon. Aber prinzipiell, worum geht es? Wenn ihr Bang kennt, dann habt ihr schon mal so die Grundstruktur des Spiels. Es gibt eben drei verschiedene Teams. Und zwar ist es zum einen das Team der Maschinen. Die Maschinen gewinnen dann das Spiel, wenn sie alle Menschen, die es im Spiel gibt, ausgeschaltet haben. Dann ist ihnen auch die dritte Fraktion komplett egal. Also die Maschinen haben wirklich nur die Menschen als Ziel. Die Menschen gewinnen, wenn sie sowohl alle Maschinen als auch alle Gesetzlosen, die es im Spiel gibt, ausgeschaltet haben. Und die Gesetzlosen schließlich gewinnen, wenn sie die, ja, einfach der letzte Spieler im Spiel sind. Das heißt, wenn man in größeren Gruppen spielt, ihr seht, das geht schon zu viert, und es geht auch wirklich gut zu viert. Also wenn man irgendwie mit 7, 8, 9 Leuten spielt und es sind irgendwie 2 oder 3 Gesetzlose im Spiel und die sind am Schluss noch über, müssen die sich auch noch gegenseitig ausschalten. Und da die Maschinen eben gewinnen, wenn die Menschen raus sind, sind denen im Prinzip die Gesetzlosen komplett egal. Deswegen gehen die Gesetzlosen zunächst auch erstmal auf die Maschinen und dann auf die Menschen. Das ist auch immer sehr dynamisch und abwechslungsreich. Und wie definiert sich jetzt, in welchem Team ich bin? Ich bekomme nicht einfach nur so eine Karte zugeteilt. Wie ihr seht, jeder Spieler hat so 3 Karten vor sich liegen. Eine Rollenkarte und 2 Gesinnungskarten. Außerdem hat man noch ein Programm und das ist immer so der Bereich, den ein Spieler vor sich liegen hat. Es kann noch ein zweites Programm dazukommen, oder noch mehr Programme. Und ne, das ist halt so der Bereich von jedem Spieler. Das hier ist quasi die Mitte. Das ist jetzt ein bisschen komprimiert, weil das sonst nicht eben so gut ins Kamerabild passt. Hier in der Mitte liegt der Programmnachziehstapel, Pistole und Gewehr sind so die Waffen, die wir im Spiel benutzen können. Wie das geht, erkläre ich gleich. Und man hat schließlich noch den Laser und den Raketenwerfer. Die muss man aber erst durch Spezialeigenschaften oder Programme freischalten. Vorher hat man da keinen Zugriff drauf. So, und wie entscheidet sich jetzt, welchem Team ich bin? Ich darf mir meine Karten vor mir angucken und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich gucke dann, was ist die Mehrheit der Karten, die ich vor mir liegen habe. Ich habe immer eine Rollenkarte und 2 Gesinnungskarten. Und jetzt steht hier ein Mensch drauf, das ist rot. Da kommen auch später noch Symbole drauf, damit das für Farbenblinde besser zu erkennen ist. Und eben auch so auf dem Tisch einfach ein bisschen deutlicher, weil je nach Licht kann man das ein bisschen schwer erkennen. Das wäre eben auch rot, also auch Maschine. Und hier ist 2-mal Maschine drauf, also habe ich quasi 3-mal Maschine, 1-mal Mensch. Damit bin ich einfach jetzt, solange das so ist, eine Maschine als Fraktion, habe also als Ziel, alle Menschen zu killen. Das heißt, ich muss erstmal rausfinden, wer ist überhaupt ein Mensch. Es könnte auch sein, dass ich irgendwie so die Karten am Anfang zugeteilt bekommen hätte. Dann hätte ich jetzt eben 2-mal Mensch und 1-mal Maschine. Dann wäre ich jetzt erstmal ein Mensch einfach. Aber ich kann mich halt im Spielverlauf unter Umständen entscheiden, welche von diesen Karten ich einfach aufdecke. Und wenn ich jetzt erstmal zeige Mensch, dann wissen die, okay, die Chance, dass er Mensch ist, ist schon mal da. Vielleicht ist er in meinem Team. Aber man weiß noch nicht, was die anderen Karten machen. Es kann auch sein, dass ich so eine Konstellation habe. Ich habe 1-mal gesetzlos, 1-mal Maschine, 1-mal Mensch. Wenn alles 3 gleich ist, bin ich immer gesetzloser. Vollkommen egal, was ist. Also auch wenn ich diese Kombination hätte, 2-mal Mensch, 2-mal Maschine, obwohl ich hier keine einzige graue Karte habe, keine, wo ich gesetzlos bin, bin ich gesetzlos. Das mag jetzt vielleicht fürchterlich verwirrend klingen, das ist aber super einfach. Man guckt sich einfach seine Karten an, guckt, wovon hat man mehr und dann ist man einfach in der Fraktion und beim Unentschieden ist man halt immer gesetzloser. So, bringen wir das mal wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Also ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal hardcore eine Maschine und die Mitspieler würden das aber am Anfang nicht sehen.
Wie viele Karten es in welcher Konstellation gibt, ist immer bekannt. Also man weiß, wie ist die Verteilung der Gesinnungskarten, wie ist die Verteilung der Rollenkarten. Wobei bei den Rollenkarten gibt es auch eine bestimmte Verteilung, aber es gibt immer eine mehr als Spieler teilnehmen. Das heißt, es ist auch nie so ganz sicher, was sind die Leute jetzt. Das muss man halt im Spielverlauf rausfinden. Oder man ballert einfach auf irgendwen und findet es dadurch raus. Und wie gesagt, ich bin jetzt Maschine. Das kann sich durchaus durch Programme oder sonstige Fähigkeiten im Spielverlauf noch ändern. Aber erstmal weiß ich, okay, ich bin Maschine. Ich muss also erstmal rausfinden, wer sind Menschen oder wer könnten Menschen sein und die dann einfach ausschalten. Muss dabei eben auch berücksichtigen, dass es auch Gesetzlose geben kann. Die könnten auf mich gehen. Darum soll ich auf die halt auch ein Auge haben und im Zweifelsfall halt auch die ausschalten. Und wenn ich jetzt Startspieler wäre, gäbe es so eine Karte, die wird auch noch verändert werden, dass sie noch ein bisschen einfacher ist und man nicht ganz so viel zu lesen hat. Im Prinzip habe ich einfach die Auswahl, ob ich jemanden observieren möchte, ob ich mir eine Waffe nehme, entweder Gewehr oder Pistole, oder ob ich ein Programm ziehe. Observieren ist ganz einfach, da kann ich einfach sagen, Toad, du, ich gucke mir mal deine Gesinnung an, geheim, sodass nur ich sehe, was das ist und weiß es halt, okay, hier ist schon mal eine Maschine. Das heißt, der könnte durchaus in meinem Team sein, da müsste man jetzt, wenn man weiß, wie die Karten verteilt sind, auch ein bisschen gucken und rechnen. Und ich könnte mir natürlich auch die andere Gesinnung angucken, also eine von beiden. Also wenn ich das jetzt in der nächsten Runde wieder tun würde, würde ich schon mal sehen, okay, zweimal Maschine. Die Rollenkarte darf ich mir nur dann angucken, wenn schon beide Gesinnungen bei ihm offen sind. Ich bin dran, dann kann ich sagen, okay, Dave, ich will jetzt mal eben hier auf Nummer sicher gehen, guck mir die Karte an. Und bei Dave wäre es jetzt eben der Fall, dass er zweimal Maschine hat, einmal Mensch. Und damit wäre er auf jeden Fall in meinem Team und ich wüsste, hey, wir beide sind Freunde. Das muss ich aber erstmal rausfinden. So, dann gibt es noch die Aktion, die dann erkläre ich gleich. Programm ziehen, das ist ganz einfach. Ich ziehe einfach ein Programm, gucke es mir an, lese es mir durch. Und das ist jetzt eines der Programme, das sind so ungefähr 10% in dem Stapel, die meine Gesinnung erweitern quasi. Das, ne, das sieht man schon im blauen Hintergrund, das zählt wie eine Gesinnung Mensch. Das heißt, ich habe jetzt quasi zweimal Mensch und dreimal Maschine da liegen. Damit bleibe ich immer noch Maschine. Es könnte aber auch sein, dass sich dadurch meine Gesinnung ändert, hätte ich da halt zweimal Maschine auf der einen Karte liegen und dann als Rolle Mensch und als andere Gesinnung Mensch wäre ich ja gesetzloser. Damit würde ich jetzt sofort zum Menschen werden. Alternativ könnte ich vielleicht auch so ein Programm ziehen. Das ist die Sicherheit.exe, die haben auch immer sehr coole Namen, wie ich finde. Und das heißt halt permanent, du lebst trotz 0 HP weiter und bist nicht eliminiert. Du kannst ab jetzt nur durch einen Treffer mit der Pistole eliminiert werden, die dich auf 0 HP oder tiefer schießt. Das heißt, damit kann man erstmal ja, nicht sofort sterben, wie es andere Leute tun würden. Man hätte halt so eine Sicherheitsdatei, ihr seht das schon, da spielt, ihr seht ja schon so ein Cyberpunk-Feature, so ein bisschen Netrunner-mäßig sieht das Ganze aus. Also sehr cool, auch vom Artwork her. Und die kann ich halt, hier steht immer drauf, wenn ich spielen kann. Das kann ich halt nur in meinem Zug spielen. Das heißt, wenn irgendwer anders mich runterballert und ich bin nicht dran, kann ich die Karten nicht spielen. Wenn ich aber dran bin, kann ich die einfach aufdecken und dann ist die halt aktiv und jeder weiß, dass ich diese Fähigkeit habe. Gesetzt den Fall, ich hätte diese Karte vom Stapel gezogen, dann hätte ich die jetzt vor mir ablegen können, hätte sie aufspielen können. Wichtig ist, ich darf am Ende meines Zuges immer nur zwei Programme vor mir liegen haben. Es kann im Spielverlauf durch verschiedene Effekte auch dieser Karten oder verschiedene andere Rollen eben sein. Ihr seht das ja, die Rollen haben hier teilweise noch irgendwelche Spezialfähigkeiten, also eigentlich haben alle eine Spezialfähigkeit drauf, dass ich hier mehr Programme vor mir liegen habe. Die kann ich durchaus auch alle nutzen, wenn ich aber selbst dran bin und fertig bin mit meinem Zug, nur zwei Programme. Und dann das andere, was ich machen kann, ist im Prinzip mir eine Waffe nehmen, entweder Pistole oder Gewehr, je nachdem welchen Effekt ich erreichen möchte und darf damit auf jemanden zielen. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich würde mir gerne mal irgendwie die Pistole nehmen und ziehe damit jetzt mal auf Toad. Ne? Von Toad weiß ich ja vielleicht irgendwie die Gesinnung schon. Das wäre dann auch schon meine ganze Aktion. Also wie gesagt, ne? Hier Gesinnung angucken, Waffe nehmen, eine von den beiden auf irgendwie ausrichten, wenn da eine ist, oder ein Programm ziehen. Das ist schon alles, was ich machen kann. Das ist wirklich super übersichtlich und hat man super schnell drin. Angenommen, ich hätte mir jetzt so eine Pistole hier genommen und würde damit auf Toad ziehen, dann wären halt alle anderen Spieler nochmal dran, könnten sich vielleicht jetzt hier die andere Waffe nehmen, vielleicht sagt sich dann Toad, oh, okay, ich ziehe mal hier jetzt irgendwie auf Sheldon, Sheldon wäre da dran und könnte sich irgendwie vielleicht eine Gesinnung von Dave angucken. Dave ist dran und sagt sich, okay, er zieht mal hier irgendwie noch ein Programm, guckt sich das vorher an, liest durch, was da drauf steht und dann wäre ich schon wieder dran und ich könnte jetzt sagen, okay, ich schieße diese Pistole auf Toad ab oder es könnte auch sein, dass ich vielleicht irgendwie durch das, was die anderen Leute gemacht haben, weil die können eben diese Programme auch nutzen, das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen ausführlicher an, neue Informationen habe und sage, okay, vielleicht ist es nicht das Beste, auf Toad zu schießen. Wir wissen ja jetzt schon, weil wir gespoilert haben, dass Toad in meinem Team ist, das heißt, es wäre eigentlich nicht das Beste, aber das kann man durchaus als ersten Zug machen und dann kann man die Karte umdrehen und steht halt aktiver bewaffneter Spieler drauf und da habe ich halt die Option zu sagen, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, vielleicht willst du auch gleich auf irgendwen schießen, weil du ein cooles Programm hast, das irgendwie tolle Sachen macht, ich lasse die Waffe mal fallen, dann wandert die wieder in die Mitte. Oder ich könnte sagen, na,
weißt du was, Dave, ich ziehe mal lieber auf dich und schieße dann nächste Runde auf dich, weil das ist eben auch das, was ich machen könnte. Wenn ich auf jemanden ziele, dann kann ich sagen, okay, ich schieße die Waffe ab. Und dann würde Toad jetzt in dem Fall einen Schaden bekommen. Man hat zwei Lebenspunkte, würde Toad sagen, okay, den Schaden nehme ich hin. Dann tappt, also legt er die Karte hier quer, die einfach anzeigt, er hat einen Schaden bekommen, hat noch einen Lebenspunkt, bekommt er noch einen Schaden, würde er auf 0 droppen und wäre quasi tot. Um das zu verhindern, zu sagen, nee, ich möchte meine Lebenspunkte gerne behalten, kann er auch alternativ sagen bei der Pistole, er möchte eine von seinen beiden Gesinnungen aufdecken. Das heißt, er könnte die hier aufdecken. Und dann wird der Schaden verpufft und er hat jetzt immer noch seine zwei Lebenspunkte. Während beide Gesinnungen, bei, ne, du hast tot, aufgedeckt, dann hat er keine Wahl, dann muss er den Schaden nehmen, muss quasi die Rolle tappen. Und wenn dann nochmal irgendjemand mit einer Pistole auf ihn schießen würde, dann wäre er halt tot und Game Over und wäre halt raus. Bisschen anders wäre das, wenn ich mit einem Gewehr auf ihn schießen würde, dann bekommt er entweder zwei Schadenspunkte, das heißt in den meisten Fällen ist er tot, oder er muss seine Rolle aufdecken, dann wissen wir halt schon mal, okay, er hat jetzt die Rolle Whistleblower. Ohne die Informationen von den anderen Karten bringt uns das erstmal nicht viel. Wobei es eben auch durchaus solche Rollenkarten geben kann. Delete, immer Maschine. Das heißt, der ist immer Maschine. Egal, was die anderen Karten sagen. Er kann da zweimal Mensch liegen haben, mit der viermal Mensch und einmal Maschine wäre. Er wäre trotzdem immer eine Maschine. Deswegen kann es manchmal auch sinnvoll sein, eben mit diesem Gewehr auf jemanden zu schießen, weil dann weiß man, okay, egal, was die anderen Karten sind, der ist halt immer in dem Team. Und die Fähigkeit, die auf diesen Karten draufsteht, die wird immer dann aktiv, wenn man die Rollenkarte aufdeckt. Manche wie die hier ist einfach permanent, dass man vielleicht auch Zugriff auf irgendwelche Waffen hat oder irgendwelche anderen tollen Effekte nutzen kann. Manche sind halt beim Aufdecken aktiv. Man kann unter bestimmten Effekten im Spiel die Karte auch wieder verdecken. Dann ist, ne, man weiß zwar trotzdem, welche Rolle man hat, aber die Karte ist wieder verdeckt. Und dann kann man die Karte halt, wenn man irgendwie wieder Schaden bekommt oder auf einen geschossen wird oder so, wieder aufdecken und kann dann den Effekt erneut triggern. Da gibt es zum Beispiel auch Karten, die sagen, wenn diese Karte aufgedeckt wird, machst du einem Spieler Schaden. Macht man natürlich auf den, der gerade auf einen geschossen hat. Und wenn der sich nicht merkt, dass man so eine Karte hat, dann ist man halt auch mal schnell down, weil wir haben ja nur zwei Lebenspunkte. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Social Deduction Spielen, dann habt ihr bestimmt schon mal von Good Cop, Bad Cop gehört. Das hat genau die gleichen Elemente. Das hat nur zwei Fraktionen drin, das hat auch drei Karten drin, die vor einem liegen, die deckt man auch nacheinander auf und dann wissen die Leute erst, in welchem Team man ist und wer der Obergangster und wer der Chefinspektor ist. Und das habe ich auch auf Kickstarter gebackt, das habe ich gespielt. Das fand ich wirklich lahm, weil da gab es eben auch nur diese Option, irgendwie so eine von seinen Aktionskarten nutzen, wobei da gab es halt deutlich weniger davon, die waren nicht so cool. Oder halt so eine Waffe nehmen und auf irgendjemanden zielen und dann abschießen und oder sich auch so eine Karte von irgendwem angucken, das war halt wirklich lahm. Das Salz in der Suppe sind hier wirklich diese Programme, weil die so unterschiedlich viele coole Dinge machen und man die eben auch jeder, also oftmals außer der Reihe spielen kann. Das zählt nicht als Aktion, das heißt, ich kann mein Gewehr auf irgendwen, kann das nehmen, halt auf irgendwen zielen und dann kann es sein, dass bei einem Programm eins dabei ist, dass ich gleich nochmal wieder dran bin. Das heißt, ich kann sofort auf irgendjemanden schießen. Oder dass irgendjemand anders eine Karte spielt, dass alle ihr Ziel wechseln müssen oder alle ihre Waffen fallen lassen und auf einmal die Spielrichtung geändert wird. Oder. Da gibt es wirklich ganz viele Effekte, das gucken wir uns auch gleich mal an, die dazu führen, dass man in diesem Spiel sich niemals sicher sein kann. Das ist also nicht so ein Social Deduction Spiel, wie es zum Beispiel Werwölfe ist, wo man ja im Prinzip gar keine Anhaltspunkte hat und man einfach so drauf losredet und sagt, okay, der hat jetzt so ein Viel geredet, jetzt redet er wenig, der ist bestimmt irgendwie verdächtig. Oder wie bei Resistance, wo man wirklich so richtig hart Deduktionen machen kann und gucken kann, okay, der hat so den gewählt, den wir aufs Team genommen und die haben dafür gestimmt und dann finden wir das halt raus. Und dann man findet halt so durch die Spieleffekte so nach und nach raus, was passiert, hat coole Programme, die man auslösen kann, die man triggern kann, die auf einmal alles auf den Kopf stellen, gerade auch wenn vielleicht schon alles klar ist und man denkt, okay, der hat jetzt gewonnen, spielt irgendwie mal ein Programm und sagt, wow, krass. Also es ist ein Spiel, wo viel passiert, wo halt coole Momente entstehen können und das ist so, ja, also Social Deduction Spiele sind ja meistens Partyspiel quasi kategorisiert, aber ich würde sagen, unter den Social Deduction Spielen ist das hier auf jeden Fall das Partyspiel, das kurzweilige Spiel, das auch in der Viererkonstellation haben wir schon gespielt, hat gut funktioniert, zu fünf funktioniert das auch super gut. Zu den höheren Spielerzahlen komme ich später mal, gucken wir uns jetzt vielleicht erstmal die Programme an. So wie gesagt, eigentlich muss man das Spiel wirklich aktiv gespielt sehen, um einen Eindruck von der Dynamik des Spiels zu bekommen, aber wenn man sich die Programme mal anguckt, bekommt man davon schon mal einen guten Eindruck. Ne? Wie man hier sieht, neues Passwort in deinem Zug, alle Programme werden abgeworfen, jeder Spieler zieht ein neues Programm. Klingt erstmal nicht so spektakulär, aber wir haben ja gelernt, es gibt Programme, die die Gesinnung ändern. Das heißt, dadurch kann es dazu kommen, dass ich mein Team wechsle, dass ich erst durch ein Programm vielleicht ein neues Team bekommen habe und Leute auch schon denken zu wissen, welchem Team ich bin. Ich habe irgendwie gegen dieses Team spiele, weil ich ein Programm habe, das dafür gesorgt hat, dass ich doch im anderen Team bin und jetzt bin ich aber wieder im anderen Team und spiele wieder für die Leute, die eigentlich schon dachten, ich wäre eigentlich bei ihnen. Also die bringt nochmal eine ganz neue Dynamik rein. Oder
hier, schnapp dir das Gewehr eines Spielers. Ein Gewehr muss immer sofort ein Ziel finden. Ziel ich auf irgendjemanden, der tot ist, dann muss ich das auch sofort neu ausrichten. Und ein Programm spielen ist halt keine Aktion. Das heißt, ich könnte es theoretisch danach sofort abfeuern. Dann haben wir hier, vertausche zwei Rollen zweier Spieler deiner Wahl. Die Rollen bleiben dabei aufgedeckt oder verdeckt. Und das sind auch wirklich die Rollenkarten, die zentralen Karten. Auch dadurch kann es sein, dass ich wieder die Karten bei der Person ändere und das Team wieder wechselt. Also da kann man eben auch, Achtung, Gesinnungswechsel möglich, steht drauf. Oder hier Spam. Das ist einfach, bewirkt nichts. Die muss man behalten, die darf man nicht abwerfen. Nur durch so eine Karte, alle Programme kommen weg. Und ansonsten hat man die einfach vor sich liegen. Das heißt also, ja, wird ihrem Namen sehr gerecht. Oder geteilte Beute. Ne? Immer wenn ein Spieler ein Programm zieht, den man nennt, wenn man die Karte ausgespielt hat in seinem Zug, darf man auch ein Programm ziehen. Das ist sehr cool, weil dadurch kommen halt, wie gesagt, geile Effekte rein. Observiere die Rollen aller Waffenträger. Ne? Gerade im Zwei-Personen-Spiel sind die Waffen ja alle schnell genommen. Dann kann ich mir einfach mit dem Programm, wenn ich dran bin, die Rollenkarten angucken. Super krass, dann weiß ich zum einen, welche Fraktionen die wahrscheinlich haben können, zumindest eine dritte Wahrscheinlichkeit. Und ich weiß eben auch, was sie für eine Spezialfähigkeit haben. Oder Waffe Plus. Alle Waffen machen 2 HP-Schaden. Auch Pistolen, die ja normalerweise nur 1 HP-Schaden machen. Es kommen gleich noch wirklich noch krassere Programme, wo man denkt, wow, ist das mega cool. Ne, schießt jemand mit einem Gewehr auf dich, darfst du statt deiner Rolle deine Gesinnung aufdecken. Ist cool, weil eine Rolle, dann weiß man ja auch, was man für einen Effekt hat. Und mit der Gesinnung, also man darf halt, das heißt, das, wo man am ehesten sein Team verraten würde und das vielleicht gar nicht tun will, kann man dem aufdecken und bleibt dadurch ein bisschen länger undercover. Ne? Heile 2 verschiedene Spieler mit 1 HP, ist einfach so ganz nice und nett. Alle Gewehre funktionieren nicht bis zu einem nächsten Zug. Das heißt, auch wenn man denkt, okay, jetzt ist der gleich raus, dann sind die halt safe, wenn ein Gewehr auf ihn geschossen wurde. Und durch Programme kann sich halt bis derjenige, der schießen könnte, auf jeden Fall noch irgendwie wieder was verändern. Observiere eine Gesinnung von allen Spielern mit einer Waffe in der Hand. Auch das, gerade in größeren Runden, gibt einem super viele Informationen. Aktiviere eine bereits aufgedeckte, nicht permanente Rollenfähigkeit für andere Spieler. Das heißt, normalerweise wird so eine Fähigkeit, ja, wie ich gesagt habe, nur einmal getriggert, wenn sie aufgedeckt wird. Danach muss sie erst wieder durch irgendeinen Effekt verdeckt werden und dann kann sie wieder aktiviert werden. Mit der Karte, das kann man auch jederzeit machen, drücke Enter, mal den Finger drauf und tack, drückt man nochmal und kann die Fähigkeit nochmal nutzen. Kann auch sehr mächtig sein. Verdecke eine Rolle deiner Wahl oder decke eine Rolle deiner Wahl auf. Auch da wieder kann ich halt dafür sorgen, dass vielleicht mein Mitspieler oder jemand aus meinem Team seine Fähigkeit nochmal nutzen kann. Oder ich kann halt mich selbst zum Beispiel auch aufdecken oder irgendwen anders, um halt die Fähigkeit nutzen zu können. Auch sehr cool. Spielrichtung ändern. Damit kann man halt auch notwendiges Übel oder Übel, das kommt, einfach nochmal abwehren. Geteiltes Leid, immer wenn irgendein Spieler, also wenn ich Schaden halte, bekommt halt der Spieler, den ich nenne, auch Schaden. Auch doof. Also es wird gleich noch wirklich deutlich cooler. In Waffen ein Spieler deiner Wahl, zieht beide ein Programm, nur damit kann man auch nochmal wieder was ändern. Hier, jetzt wird schon cooler. Zeige auf einen Spieler deiner Wahl, der mindestens eine Rolle oder Gesinnung verdeckt hat, und rate sein Team. Der Spieler muss wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein antworten. Wenn du richtig geraten hast, ziehe 3 Programme, gib eines an den ausgewählten Spieler ab. Das heißt, damit wissen auch alle sofort, in welchem Team ist der und können vielleicht auch schon mal runterrechnen, wie so die anderen Karten verteilt sein können. Gibt einem halt super viele Informationen. Nebel des Krieges. Alle anderen Spieler schießen die Augen, halten eine Faust in die Mitte, nenne ein Team, Spieler dieses Teams müssen die Daumen aufrichten. Das heißt, man weiß vielleicht, wer ist in meinem Team oder wer sind die Gegner. Sorgt halt auch dafür, dass das Spiel ein bisschen schneller runtergeht. Wie gesagt, das ist kein Spiel, wo man irgendwie eine halbe Stunde lang grübeln will, sondern wo es wirklich bam, 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 zack, zur Action geht. Alle anderen Spieler ziehen ein Programm und halten die 1 HP Schaden. Wir haben nur 2 Schadenspunkte. Das heißt, man weiß, es gibt diesen Virus. Den gibt es, glaube ich, nur einmal im ganzen Kartenstapel. Aber irgendjemand kann den ziehen, kann jederzeit spielen. Das heißt, wenn ich einen Schaden habe und jemand spielt diesen aktiven Virus, dann bin ich einfach tot. Ist halt doof, wenn der Virus von jemandem kommt, der in meinem Team ist. Da sollte man auch was für wissen. Aber ist halt möglich. Identität, ne? Alle machen die Augen zu, dann machen die Menschen die Augen auf, dann die Maschinen. Dann die Gesetzlosen, alle öffnen die Augen. Das heißt, danach ist alles klar, dann geht es wirklich zack, schnell zur Sache. Backup-Daten. Damit kann man einen bereits getöteten Spieler wiederbeleben. Der hat halt 1 HP und hat eben aufgedeckte Gesinnung und Rolle. Und er darf aber auch sein Wissen weitergeben, wenn er will. Da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich also extrem cool. Und dann hier noch der Schläfer, den finde ich auch sehr geil. Man selbst ist quasi eliminiert. Man deckt dann, glaube ich, seine Rollen- und Gesinnungskarten auf. Die Programme bleiben aber bei einem. Und man kann dann, auch so in 4er Runden wird es wahrscheinlich relativ schnell zu Ende sein, wenn erstmal 1-2 Spieler raus sind. Aber gerade so in größeren Runden kann man halt sagen, okay, ich bin tot. Ich bleibe mal 2-3 Runden tot, gucke mir das alles an. Und jetzt passt das gerade, bam, hier. Ich decke diese Schläferkarte auf und hallo Leute, da bin ich wieder. Ich glaube, diese Karte gibt es sogar auch 2-mal im Stapel. Und die ist natürlich cool.
wenn man die hat, wenn irgendwie Programme abgeworfen werden müssen, ist es ganz schön doof. Aber damit kann man eben auch mit viel Wissen wieder zurückkommen. Und ihr seht schon, da sind halt Karten drin. Manche sind so ganz nett, manche haben so coole Effekte. Und manche sorgen dafür, dass das Spiel auf einmal unglaublich an Fahrt aufnimmt. Und das ist dann eben auch wirklich cool. Also wie gesagt, das soll nicht eine halbe Stunde dauern, gerade in so einer Viererrunde, sondern wenn man nach einer Viertelstunde fertig ist, ist es überhaupt kein Problem. Dann spielt man einfach schnell noch einen Durchgang, wo man dann wieder andere Rollenkarten drin hat, andere Effekte, andere Programme zieht, eine neue Dynamik drin hat. Das ist wirklich absolut cool und spaßig. Wenn jetzt irgendein Spieler ausgeschieden ist, meinetwegen hier Toad wäre jetzt tot und dann muss man jetzt irgendwie rausfinden, wer hat überhaupt gewonnen. Denn wie anders als bei den meisten anderen Social Deduction Spielen, machen wir nicht vorher die Augen zu und dann finden sich irgendwie die Werwölfe oder sowas. Das gibt es ja nicht. Am Anfang weiß keiner, wer zu wem gehört. Das ist wirklich komplett unbekannt. Toad ist jetzt ja gestorben, hat irgendwie 2 Schadenspunkte bekommen, hat seine Karten aufgelegt, ist halt kaputt. Und jetzt sagt er halt, okay, alle anderen machen die Augen zu, halten eine Faust in die Mitte, dann machen zuerst die Menschen die Daumen nach oben, dann machen die Maschinen die Daumen nach oben, dann die Gesetzlosen und dann guckt er halt, ne, wenn irgendwie keine Menschen mehr da sind, sagt er, okay, Spiel vorbei, die Maschinen haben gewonnen. Oder wenn nur noch Menschen da sind, sagt er, okay, gesetzlose Maschinen sind tot, Glückwunsch Menschen, ihr habt gewonnen. Oder wenn nur noch Gesetzlose da sind, sagt er auch, okay, gibt keinen Sieger, geht noch weiter. Und dann wissen halt die beiden, die da noch, oder die drei, die vielleicht noch da sind, dass die auch noch irgendwie gegeneinander kämpfen müssen. Und das ist eben auch die Phase, wo natürlich alle, die tot sind, eben auch sehen, wer macht wann, wo, wie den Daumen hoch, wer ist in welchem Team. Und wenn man dann hier durch so einen Schläfer oder so eine Backup-Daten wieder zurückkommt, dann kann man halt sagen, was man weiß. Man kann auch, gerade wenn der nächste Spieler dran ist, der vielleicht im gegnerischen Team ist, sagen, hey, okay, warte, hier, ich habe gesehen, der ist auf jeden Fall in unserem Team, wenn man schon was über den weiß, und kann auch versuchen, den in die Irre zu führen. Das heißt, man weiß doch gar nicht, soll man dem jetzt glauben, was die Leute sagen oder nicht. Aber das finde ich ein super cooles Element. Im Kickstarter gibt es auch eine Rollenkarte oder eine Fraktion, ich habe mir das noch nicht angeguckt, irgendwie, wo man dann die Army of the Fallen oder so, wo dann halt ein Spieler, ich glaube, wenn er seine Rolle aufdeckt, alle Toten wiederbeleben kann und die dann halt in sein Team sind. Das ist eine super coole Idee. Ich habe also im Kickstarter sind noch ganz viele andere tolle Ideen reingekommen, die dann auch noch alle in dieses Spiel integriert werden. Und ja, also super cool. Hier seht ihr noch Raketenwerfer und Laser nicht freigeschaltet. Das geht auch über, ich glaube, Rollenkarten und auch über Programmkarten, dass man dann eben, wenn man die aktiviert hat und ausgespielt hat, man Zugriff auf den Laser. Das heißt, ich nehme mir diesen Laser, lege den vor mir ab und wenn ich das nächste Mal dran bin, kann ich sagen, hier, ich schieße auf dich, mach dir 2 Punkte Schaden oder deckst deine Rollenkarte auf. Das heißt, damit kann man wirklich gezielt Leute aufschalten. Also wenn man weiß, jemand, der einen Laser ausrüsten kann, der im gegnerischen Team ist, dann muss der das Programm irgendwie wieder loswerden. Ich muss verhindern, dass der dran ist und das Ganze abfeuern kann. Raketenwerfer, identisch zur Pistole, zielt aber auf 2 nebeneinander sitzende Spieler. Das heißt, da den kann ich halt hier hinziehen und dann würde ich die beiden halt treffen, also in dem Fall Sheldon und Dave. Und dann müssten die beiden jeweils eine Gesinnungskarte aufdecken oder halt 1 HP Schaden nehmen. Das sind also Waffen, die sind schon cool, auf die hat man aber nicht immer zwingend Zugriff. So, man kann das Spiel ja von 4 bis 16 Spielern gehen. Zu 4 und zu 5 geht es extrem gut, macht super viel Spaß. Ich habe das auch mal zu 13 gespielt mit einer Runde, wo einfach ich der Einzige war, der es auch schon kannte. Und das hat so bedingt gut funktioniert. Das geht. Ich glaube, wenn man es nicht an so einem großen Spieleabend in der Spieleburg spielen würde, sondern in einer etwas ruhigeren Atmosphäre und die Leute das Spiel auch schon kennen, dann läuft das auch ein bisschen besser. Das würde ja so potenziell relativ lange dauern. Darum gibt es da eben diese Regeländerung, dass quasi das hier so die, also angenommen, wir würden hier jetzt mit 9 Leuten am Tisch sitzen, dann wär das quasi die Verteilung. Sprich, das hier wäre halt meine rechte Gesinnung, meine linke Gesinnung. Meine linke Gesinnung wäre aber auch gleichzeitig die rechte Gesinnung von Toad. Und ne, das wäre halt, wenn jetzt so seine Rollenkarten, das wären meine Rollenkarten, das wären Daves Rollenkarten und das hier wären Sheldons Rollenkarten. Das heißt, wir teilen uns immer die Gesinnung und dadurch, ne, wenn irgendjemand jetzt hier, wenn ich halt irgendwie Pistolenschaden bekomme, ich sage, okay, ich decke das hier auf, dann weiß man auch schon gleich ein bisschen was über Toad. Das heißt, so geht das Ganze ein bisschen flotter. Wenn man halt wirklich bei jedem erst alle 3 Karten aufdecken müsste, dann wird das sehr, sehr lange dauern. Diese Mechanik sorgt einfach dafür, dass sich das auch in größeren Gruppen deutlich schneller spielt. Aber so für mich vom Gefühl her ist so wirklich, sind so große Runden wirklich so ein Extra, dass das potenziell geht, wenn alle Bock drauf haben und das Spiel schon kennen, dass man wirklich mit vielen Leuten spielen wollen, dann kann das auch gut funktionieren. Aber es ist meiner Meinung nach, meiner bisherigen Erfahrung nach, die noch nicht so riesengroß sind, besser in kleinen Gruppen. Und wie gesagt, zu 4 würde mir spontan nur Tempel des Schreckens einfallen, was
funktioniert durchaus ganz gut mit 4 Leuten, aber das Ding hier gefühlt fast noch ein bisschen besser. Das kommt natürlich immer sehr auf die Dynamik des Spiels an, weil welche Programme da im Spiel sind, die verändern natürlich den Charakter des Spiels, sorgen aber auch dafür, dass es einen hohen Wiederspielwert gibt, weil es immer wieder anders läuft, je nachdem, welche Programme ich im Spiel habe. Also, das war im Prinzip auch schon so der gesamte Spielablauf. Ich habe den jetzt natürlich sehr detailliert und ausführlich erklärt. Würdet ihr jetzt eine Spielrunde sehen, wo wir das eben spielen und alle Leute das Spiel schon kennen, würde das sehr flott gehen, weil das ist eben wirklich nur Rollenkarte angucken, Gewehr nehmen, Programm ziehen, fertig. Oder eben, wenn man Gewehr oder Pistole hat, ne, eine von den Waffen kann man sich nehmen, auf die Person schießen, halt noch Programme zwischendurch spielen. Das war es im Grunde. Aber wie gesagt, das sorgt eben dafür, dass es sehr flott geht, dass es ziemlich actiongeladen ist, dass die Runden auch nicht ewig dauern, hat dann eben einen hohen Normalfaktor, weil dann eben, wie gesagt, nehmen wir auch immer andere Rollenkarten mit wieder neuen Spezialfähigkeiten. Die sind schon sehr cool. Auch das ist wieder komplett rundenabhängig. Wir haben schon Runden erlebt, wo nur irgendwie 1, 2 von diesen Karten überhaupt aktiviert wurden. Dann gab es Runden, wo die irgendwie ständig aufgedeckt und aktiviert wurden. Je nachdem, was die für einen Effekt haben, ne, kann das halt auch wirklich mal doof sein für jemanden. Ich hatte halt vergessen, dass irgendjemand eine Rolle hatte, die drauf stand, wenn du sie aufdeckst, kriegst du einen Schaden. Ich hatte durch dieses Programm von vorhin schon einen Schaden bekommen, habe den abgeschossen und habe halt einen Schaden bekommen, war tot. Das war ganz schön doof. Hatte noch so eine Schläferkarte. Es gibt hier eine Karte drin, glaube ich, die sagt, nope, dieses Programm, das gerade gespielt wurde, ist ungültig. Hat mich dann getroffen, das war ein bisschen doof, aber auch damit muss man rechnen. Wie gesagt, in Human Punishment ist nie irgendwas sicher. Und dieser Deduktionscharakter ist schon durchaus gegeben, weil man erstmal rausfinden will, bevor man auf irgendwen groß schießt, wer ist überhaupt in meinem Team. Gerade bei 4 Spielern ist das sehr wichtig. Aber das steht nicht so krass im Vordergrund, sondern wie gesagt, diese Dynamik und die ganzen tollen Events, die durch die Programme passieren können, das ist so das Herzstück des Spiels. Da werden auch, glaube ich, in der Kickstarter-Kampagne noch durchaus ein paar mehr reinkommen. Jetzt in den Prototypen sind auch teilweise noch Formulierungen ein bisschen unklar und so, aber das Feedback habe ich auch schon komplett an den Autor weitergegeben. Der hat alles aufgenommen, auch gerade mit diesen Rollenkarten, das kann man oftmals nicht so wirklich gut sehen, gerade auch so bei Kunstlich und so, da ist jetzt noch ein fettes, großes Symbol draufgekommen, jeweils für eine Fraktion, das heißt, auch da kann man dann immer schnell sehen, wer gehört zu welchem Team, das ist, glaube ich, auch bei den Gesinnungs-, bei denen sieht man es eh, wenn die offen sind. Und wenn ihr meinen Kanal aktiv verfolgt und wisst, dass ihr so grundsätzlich meinen Spielegeschmack teilt, dann kann ich euch nur empfehlen, steigt da ein, gerade wenn ihr so Social Deduction Spiele an sich mögt, das ist wirklich cool, das ist kurzweilig. Aktuell einer meiner Favoriten in dem Bereich. Also ich mag ja Vollmondnacht-Werwölfe total gerne. Da muss man sich aber immer sofort irgendwelche Hardcore-Geschichten ausdenken. Da kann es eben auch sein, dass manche Runden gar nicht funktionieren, weil irgendwie alles klar ist. Dann haben wir jetzt so eine 2-3 Minuten Nachtphase gehabt und dann sagt ihr, was er gemacht hat. Und dann braucht man auch nicht mal groß lügen, weil man merkt, okay, ich bin jetzt, ja, aber verdammt, das passt genau mit allem, was ich vorher gesagt habe. Und das war's. Und auch bei Resistance, da muss man ja auch oftmals eben wirklich so hart überlegen und gucken, wie das sogar alles passen könnte. Und hier geht's einfach zur Sache. Man macht, man ist abwechselnd dran. Und das, also mir gefällt das extrem gut. Wir waren, wie gesagt, sehr positiv überrascht davon. Selbst in der 13. Runde in der Spieleburg. Das hat ein bisschen gedauert, hat sich sehr gezogen. Am Ende waren noch alle so, boah, okay, ich bin raus, tschüss, ich bin mal weg. Waren dann auch froh, dass es vorbei war. Aber alle aus der Runde haben gesagt, du, wenn du das nächste Woche nochmal wieder mitbringst und wir dann nicht 13 Leute sind, sondern vielleicht nur 6, 7, würde ich das total gerne nochmal spielen, weil die Ideen und so, die da drin stecken, sind echt gut. Aber wie gesagt, so als erste Partie in so einem, auf so einem öffentlichen Spiele-Event würde ich das nicht zwingend empfehlen. Dann würde ich eher sagen, machen wir irgendwie 2, 3 Runden auf, wenn wir mehrere von den Spielen da haben und nicht gleich in so einer Riesenrunde starten. Aber wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, ihr das alles schon gespielt habt, könnt ihr es eben auch in der großen Runde spielen. So, und das war meine Rezension zum Prototypen von Human Punishment. Wie gesagt, ich finde es richtig gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt, die ich euch beantworten kann, dann schreibt ihr unter das Video. Ich bin mir sicher, der Autor wird da reingucken und euch die Fragen beantworten. Noch besser ist natürlich, wenn ihr bei Kickstarter die Fragen stellt. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr das Spiel backt. Das kostet 18 Euro plus irgendwie noch, glaube ich, ja, 2, 3, 4 Euro Versand. Es gibt eine Deluxe-Edition, die irgendwie 10 Euro mehr kostet. Die wird dann wahrscheinlich ein bisschen hochwertiger, ein bisschen schicker sein. Und das ist, wie gesagt, echt nicht viel Geld für so ein cooles Spiel aus deutschen Landen. Und ich habe das jetzt auch alles transparent gemacht. Wie gesagt, der Autor, ich kannte ihn vorher nicht, habe mir das Spiel zugeschickt. Hatte auch sogar ein bisschen Angst, weil ich irgendwann in irgendeinem Video mal gesagt habe, dass ich Good Cop, Bad Cop nicht mag und dass er hier auf dieser Good Cop, Bad Cop Mechanik beruht. Aber er hat gesagt, okay, schicke ich ihm trotzdem. Und ja, war sehr positiv überrascht davon, oder hat es sehr gefreut, dass ich dieses Spiel auch mochte, ihm gleich eine gute Bewertung gegeben habe, ihm ganz viel Feedback dazu gegeben habe, wo man noch was optimieren kann, wo man noch ein bisschen was verbessern kann, wo man noch Sachen deutlicher machen kann. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn
wenn ihr Kickstarter unterstützt, weil euch entgeht sonst echt ein tolles Spiel. Ich hoffe, dass irgendein Verlag das aufgreift. Das ist vom Thema ein bisschen schwierig, weil das halt nicht so zu jedem Verlag passt. Aber ich bin mir sicher, dass es da irgendwie irgendeine Form geben wird. Und ansonsten, es ist jetzt auf Kickstarter schon, dafür, dass es wirklich so ein, ich glaube, so ein Ein-Mann-Projekt war, wirklich ein guter Erfolg schon, der schon, glaube ich, bei fast 30.000 ist. Das ist auch schon finanziert. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber erstmal werden das nur die Kickstarter-Backer bekommen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, steigt da ein. Ansonsten müsst ihr halt warten, bis jemand seins vielleicht verkauft oder bis es das wirklich mal irgendwann im Verlag geben wird, in so einem normalen Handel. Oder bis es vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr nochmal einen neuen Kickstarter gibt. Aber Dave mag es, Sheldon mag es, Toad mag es, ich mag es total gerne. Und ja, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, wenn noch Anmerkungen sind, einfach fragen oder posten. Ich habe unter das Video den Link zum Kickstarter gepostet. Schaut da mal rein. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir davon auch nochmal einen Livestream machen werden, den ihr euch angucken werdet. Den wird es eben nur leider erst nach dem Kickstarter geben, was wirklich sehr ärgerlich ist, weil dieses Spiel mich, wie gesagt, wirklich positiv überrascht hat. Aber nun gut, bevor ich mich jetzt noch 30.000 Mal wiederhole, danke ich fürs Zugucken, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Spiel. Es wird irgendwann nächstes Jahr rauskommen, wenn ihr es backt. Und ja, dann sagen wir hier in unserer Illustrierten Runde bis bald und tschüss.